Hallo in die Runde und willkommen zu einer neuen Serie Rocket 12 Spiele Skat am maskierten Jackpot. Los geht's. Die Beteiligung steigt wieder in den Wintermonaten. Es ist wieder richtig Action angesagt. 27 Teilnehmer in diesem Turnier. Für mich geht es natürlich in erster Linie jetzt darum, den Tisch zu gewinnen und mein Taschengeld für mich zu behalten. Erstes Spiel, ganz einfache Geschichte. 7 Trümpfer mit Drilling in Herz. Herz Lusche raus, wahrscheinlich blank. Das kommt mir hier zu Pass. Und es wäre in dieser Situation für mich unangenehmer, wenn Mittelhand eben nicht das Ass liegt, sondern nur die Lusche. Das heißt, blankes Ausspiel steht ja häufig in der Kritik. Das kann sehr oft aber auch noch vom Spieler 3 hier, vom Mittelhandspieler, repariert werden, wenn der erkennt, das ist wahrscheinlich blank und er hat sowas wie Ass Doppellusche oder Ass Dame-Lusche, dann kann er wirklich mal überlegen, nicht mit dem Ass zu laufen. Denn dann kann ich zwar die 10 rausnehmen, stehe dann aber mit König 7 oder was ich da hatte gegen seinen Ass Dame. Das heißt, er kann dann beide Stiche machen. So, auf der anderen Seite hat der Spieler in Vorhand erstmal stechen können auf 22. Es ist jetzt die Trumpf 10 noch nicht gefallen. Das heißt, ich habe noch eine Schneiderchance, wenn Trumpf jetzt 2 zu 1 sitzt und Spieler 2 links, der hat ja offensichtlich nicht die Trumpf 10. Wenn der jetzt noch den Karo Buben blank hat, dann spiele ich Schneider, aber nur, wenn ich eben weder von oben noch von unten ziehe, dann wäre die Trumpf 10 gerettet, sondern dazu muss ich genau den Herz Buben auspacken. Das ist meine Schneiderchance, aber natürlich nicht, wenn alle drei Trümpfe rechts stehen, dann sind sie jetzt schon bei 36 oder so ähnlich und kriegen natürlich noch einen Stich. Die Trumpf 10 kann ich dann jetzt erobern, wenn ich einmal von oben ziehe, denn den Buben muss der Spieler behalten, sonst holt Trumpf Ass auch noch die Trumpf 10. So gewinne ich also ganz locker ein sehr gutes Spiel. Ja, wenn ich das so sehe, dann habe ich den Eindruck, es läuft wieder, die Karte kommt, das macht schon mal Spaß, jedenfalls wieder ein schöner Ansatz. Ja, dass ich hier bei 33 nicht rankomme, das ist ja nun eine ganz andere Geschichte. Da war nicht mit zu rechnen, aber für ein Handspiel, könnte man auch wagen, ist es mir aber hier zu dünn. Und jetzt kommt eins meiner Lieblingsspiele, weil es so selten ist und weil es häufig dann was zu lachen gibt. Null Hand. Tja, mit was für einer Karte wird man denn eigentlich Null Hand spielen? Ne? Welche reizt du nicht auf Null Ouvert? Weil du unbedingt die Deckung brauchst, das kann ja kein besonders gutes Ding sein. Also schauen wir mal. So, und da sehen wir es schon, der Pik König, der kommt so schnell, also wenn der nicht blank war, dann fresse ich einen Besen. Natürlich legt der Alleinspieler die Pik 8, aber ich könnte fast den zweiten Besen drauf verwetten, dass er die 9 auch noch im Blatt hat. Das Ass ist dann sehr wahrscheinlich im Keller, aber vielleicht hat er sogar 8, 9 Ass, wer weiß das schon. Jedenfalls eine wie erwartet, schnelle Geschichte, also Thema Null Hand. Jeder kann das ja handhaben, wie er möchte, aber in aller Regel, wenn es denn nicht zum Null Ouvert reicht, dann kann der Null Hand auch kein gutes Spiel sein. Und selbst in diesem Rocket-Format, wenn du dich gleich im zweiten Spiel ohne große Wehr so abschießt, dann kannst du da auch nichts gewinnen. Also würde ich nicht unbedingt empfehlen. So, nächstes Spiel bei 18. Kreuz ist Trumpf. Ja. Auf dem kurzen Weg, die lange Farbe. König ist mir hier zu viel, will ich nicht anbieten, ohne die Karte zu kennen. Es bietet sich auch, also durchaus auch eine Option, hier aus der Karo Doppellusche zu öffnen, um erstmal hinten gegebenenfalls, wenn es nötig sein sollte, eine 10 freizuspielen. Aber ich mache dann doch mit diesen drei Trümpfen erstmal aus meiner stärksten Farbe auf und kriege das Ass auch direkt raus. So, mein Partner legt nur die Trumpflusche. Das heißt, er will wohl auch in Hinterhand bleiben. Das ist für mich Zeichen genug zu sagen, okay, dann war Pik wahrscheinlich richtig. Also direkt auch mit der 10 weiter, nicht erst den König. Ja, und da haben wir es doch. Zwei, also wundester Punkt des Alleinspielers getroffen. Der steht auf Ass, Dame, Lusch in Mittelhand und Pik kommt gerade raus. Wollte er sicher nicht sehen. Und dass er da direkt mit dem Ass raufgegangen ist, zeigt wohl auch, dass er gar nicht so trumpfstark ist, dass er den Schnitt in Pik sich nicht erlauben konnte. So, Karo sind beide vollen draußen, das ist witzlos. Wir haben, glaube ich, 42 oder so, also logischerweise wechsle ich jetzt auf Herz, wenn mein Partner da in Hinterhand noch das Ass oder die 10 stehen hat.
dann spiele ich den frei. Also die Vollen in Hinterhand bei meinem Partner suchen, das ist hier das Ziel. Und ja, er hat sogar noch das Ass, 53. Jetzt kann man sagen, ja, warum hast du den König nicht gespielt? Gut, dass das Spiel so schwach ist, dass er jetzt zu diesem Pik-Drilling auch noch Herzlusche hat, ist schwer zu erahnen. Zum anderen mache ich natürlich auch noch einen sicheren Trumpfstich. Also das macht mich jetzt gar nicht bange. Und da sehen wir es auch noch eine Karolusche dabei. Also auch nur 5 Trümpfe, 3 Piken, dann wohl ein Herz, ein Karo, jeweils eingedrückt. Ja, gewinnen wir jetzt natürlich das Spiel. Selbst obwohl alles dermaßen allglatt steht, also Trumpf 3-3, Karo habe ich 2, Herz habe ich 2, aber Pik war eben hier schon die entscheidende Farbe, die stand 3-1 und das hat in diesem Spiel schon das Genick gebrochen. Ja, kann ich eigentlich zufrieden sein mit dem Start, ne? Wenn die anderen jetzt nicht beim Spielen einschlafen würde, könnte es eine richtig tolle Liste werden. Mensch, was ist da los? Wir können es natürlich auch als gutes Zeichen interpretieren, dass Spieler 3 sich da so lange Gedanken macht. Hat er etwa wieder ein Problemspiel in der Hand? Oder hat er sich zwischendrin einen Kaffee geholt? Das werden wir jetzt sehen. Dieser Stich ist natürlich auf jeden Fall dankbar für mich als Hinterhandspieler. Na, der Spieler hat kein Herz, das weiß ich schon, und Pik ist wohl auch seine schwache Farbe. Also die Karte ist sofort sehr gut geklärt. Ich habe ein gutes Nachspiel mit der Herz-Dame. Also, das ist einer der Gründe, warum Abwerfen in Mittelhand, es muss jetzt nicht grundsätzlich verkehrt sein, aber man sollte schon wissen, dass man den Gegnern damit eben auch schon ziemlich viel verrät. Also ganz normal die Farbe hinterher. 18, nochmal Pik-Abwurf, okay. Meist wird ja aus dem Blenker abgeworfen, in dem Fall hat er wohl 2 Pik. Ja, ich kann mir jetzt hier überlegen, überstechen ist mit meinen 3 Trümpfen sicher keine Option. Wenn überhaupt, bin ich sicher trumpfstärker als mein Partner. Will ich jetzt hier Pik König abschmeißen? Nein, ich glaube nicht, dass ich hier mit dem Karo König zu dritt noch groß was bewirke. Da schmeiße ich die Lusche ab. Jetzt Pik Bube, ich tauche ihn einmal. Das verwirrt manchmal ein bisschen den Alleinspieler, der kommt, ist dann über die Trumpfstellung nicht ganz so klar und es klärt uns auch besser die Karte. Sehen wir gleich. Den nächsten nehme ich natürlich raus. Kriege jetzt auch ganz schnell von meinem Partner die Kreuz 10. So schnell wie das geht, war das wahrscheinlich der letzte. Also 6 Trümpfer mit 2 Pik Luschen dabei. Die haben wir schon gesehen. Und wir haben 32 Liegen. 32 Liegen, wo der Alleinspieler dann jetzt, wenn es tatsächlich der 6 Trümpfer war, nur noch 2 Karos. Das hält uns im Spiel, denn 28 in Karo, die kann man ganz leicht machen, wenn der Alleinspieler eben nicht das Ass hat. Entweder er steht auf der bestellten 10 oder der Dame zu zweit, dann haben wir ihn am Haken. Deswegen jetzt auch ein weiterer Klärungszug. Ich könnte zwar auch Pik Ass spielen, aber es klärt meinem Partner noch die Trumpfkonstellation sicherer, wenn ich hier den Trumpfkönig direkt zurückspiele, dann ist klar, es ist ein Sechstrümpfer. So, Abwurf Karo Dame zeigt mir allerdings, nee, wir werden diese 28 in Karo nicht machen. Tatsächlich hat der Alleinspieler sogar Ass und 10. Dann bleiben wir einfach bei den 32 hängen. Schneider frei, mehr war nicht möglich. Mir ist die Karte ein bisschen eingeschlafen, wie man sieht. Dafür ist jetzt Spieler 2 dran und endlich mal ein Gang. Ist auch was Feines. Verspricht ein eher schnelles, unaufgeregtes Spiel zu werden. So, was geht los? Wo geht es nicht weiter? Da geht es weiter. Immer erstmal Bilder rein bei meinem Partner, so viel es geht anbieten. 14. Abwurf Karolusche, wahrscheinlich blank, 24, da muss ich natürlich auf den König wenigstens genau eine Dame legen. Wenn er jetzt abschmeißt, haben wir 31. Darüber hinaus ist Pik ja auch die schwächste Farbe, also bietet sich sowieso an, jetzt Pik abzuwerfen. Und das Spiel scheint gar nicht so gut zu sein. Der Spieler wirft erneut ab, akzeptiert erstmal, dass wir rauskommen. Ja, vielleicht hat mein Partner noch einen Buben. So, was müsste er jetzt eigentlich spielen? Karo war zuerst abgeworfen vom Alleinspieler. Pik habe ich abgeschmissen. Eigentlich sollte jetzt Karo kommen von meinem Partner. Pik König, ja, wenn er nun vermutet, dass ich stechen kann, dann ist aber Pik Lusche noch beim Alleinspieler, dann würde ich ins Leere stechen. Also Pik jetzt nach
überzeugt mich nicht. So, war tatsächlich so ein Spiel, wo die Buben jetzt verteilt kamen, dann muss jetzt aber auch Feierabend sein, sonst wäre es ja gar kein Gang gewesen. Richtig, ein Stich hier noch in Herz, damit raus, also auch Karo hinterher, hätte nichts geändert, wo die Buben verteilt kamen, war das alles Makulatur. Und jetzt, sechstes Spiel, nach den dreimal Langeweile sehe ich wieder eine Karte, die muss ich ja reizen. Vier Asse, eine 10, die will ich auch immer reizen. Also, ja, gut. In einem längerfristigen Turnier, da reizt man die vielleicht nicht mit ganz so einem guten Gefühl. Da kann man sich auch überlegen, da wird man 24 vielleicht nicht mehr unbedingt halten. Es ist immer ein Risikogang ohne 4. Aber ja, Mensch, wozu spielst du Skat, wenn du diese Karten hier nicht reizen willst? So, nun finde ich hier den sechsten Vollen. Das ist gut. Die 24er Reizung kann mich ein bisschen beunruhigen, aber muss es auch nicht, kann hier alles oder nichts sein. So, jetzt kommen wir zur Drückung. Wenn ich hier die 21 in Karo drücke und das Risiko rausnehme, dass der Viererzug Karo gestochen wird, dann habe ich allerdings das Problem, da ich nirgendwo ein sogenanntes Pflichtbild habe, dass ich tatsächlich selbst, ja, selbst wenn der Karo König, der ja so ein bisschen unscheinbar daherkommt, selbst wenn der jetzt laufen gelassen wird auf 25, bin ich nicht notwendigerweise zu Hause, wenn da jetzt ein Herz Lusche fliegt und ich dann tatsächlich auf drei Asse jeweils nur Luschen bekomme, dann langt es nicht. Deswegen habe ich diesen Plan dann doch wieder in die Tasche gesteckt und gesagt, nee, manchmal muss es halt doch so brachialtreu doof gehen. Zwei volle drücken. Gut, warum ich jetzt hier einen Ass nehme und einem nur die 10, immer noch ein bisschen den Bluff aufrechterhalten in Karo, droht mir ja auch kein Ungemach, selbst wenn das erkannt ist, dass das Ass gedrückt ist, weil ich König Dame noch selber habe. In Herz wäre es nicht so schön, wenn dass der Volle direkt gestochen wird und dann klar ist, dass der andere Volle gedrückt ist. Also, 21 im Keller, jetzt sollen eigentlich nur die vier Vollen laufen. Und da kommt schon der erste Nackenschlag, Kreuz Bube sticht die Karo 10. Das bedeutet, wenn er mich nicht auf den Arm genommen hat und den Kreuz Buben blank hat, dann hat Spieler 2 schon mal drei Karo Luschen und die drei unteren Buben. Dazu die 24er Reizung, also eigentlich so viel andere Karten als Kreuz und Karo kann er dann gar nicht haben. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Etwa da schnippeln? Nein, auch Herz steht ungünstig. Herz 4 zu 0, Karo 3 zu 0. Jetzt ist, jetzt bik ich in Not. Und die Pik 9 kam sehr schnell, wenn ich die Karte so durchzähle, drei Buben, drei Karos, blanke Pik, Lusche und Kreuz, König zu dritt, 10 zu dritt, irgendwie sowas wird Spieler 2 haben, also auch die Pik 9 wird wohl auch blank gewesen sein. Das einzig Doofe ist, es nützt mir auch nichts, das Ass hier rauszunehmen, auf 35, die beiden Karo-Stiche zu ziehen, dann bin ich bei 42, ja, wie soll das reichen, selbst wenn ich ein Kreuz noch ein Dame und König irgendwie kriege, dann bin ich immer noch erst bei 60 und ich habe vor allen Dingen dann auch gar kein Weiterspiel nach Pik Ass und Karo König Dame. Ich muss dann zwangsläufig entweder direkt das Kreuz Ass ziehen, wodurch ich kein Bild ziehen könnte, oder Pik weiter vom Stich. Es geht also mit anderen Worten nicht. Es geht nur, wenn hier irgendwie die Karte doch noch anders steht und Spieler 2 halt 2 Pik und 2 Kreuz oder so hat. Scheint aber nicht der Fall zu sein, da fliegt die Kreuz-Dame, das wird wohl der letzte sein, dann steht Spieler 2 jetzt nur noch auf Kreuz 10, König Lusch und den beiden roten Buben, oder Herzbube, Pikbube besser gesagt. So, allerletzte Chance, einmal noch tauchen, und wenn jetzt Spieler 3 auf Kreuz König die Pik 10 fallen lässt, aber dann müsste er auch wirklich, nee, dann würde er hier nicht spielen, dann müsste er abgeholt werden, tut er auch nicht, Gott sei Dank. Da weiß man gar nicht, was einem lieber wäre, ob man so einen Katastrophenzug jetzt wirklich sehen will. Dann lieber ehrlich dieses Spiel verlieren. 53, ja Mensch, das ging ja nicht. Verdammt. Nun haben wir alle schon einen verloren. Das bei Spiel 6, also hier am Tisch wird wohl keiner Champion. Neue Ziele stecken. Schadensbegrenzung. Mal gucken, welchen von den Kollegen ich noch wieder einholen kann, trotz eines verlorenen Gang ohne 4. So, den packen wir jetzt. Erster Plan, diesen 0 werden wir schon mal schlagen. So einfach. Ja, das hilft natürlich schon mal dem Alleinspieler. Zumindest der steht auf 7, 10 Bube offenbar. Das ist jetzt die 8 von, also dass es so sitzt,
unterstützt ihn ja schon mal, ist er in der Farbe nicht drin. Da fällt die 10, da fällt die 7, das heißt Karo Bube ist gedrückt, das macht mich jetzt schon wieder ein bisschen stutzig. Was hat er in der Hand behalten, damit er Karo Bube drückt? Ist vielleicht in Kreuz was zu holen? Also ich weiß wohl, dass jetzt kein Karo mehr draußen ist, aber mein Partner darf ja gerne nochmal Kreuz abschmeißen. So, da haben wir es. Kreuz König in der Hand bei Karo gedrückt, dann hat er garantiert drei Kreuzen. Und da haben wir doch den nächsten schon in den Sumpf mit runtergezogen. Minus 96, minus 16, der ist jetzt nur noch 80 Punkte weg. Das ist doch eine Lachnummer. Den schnapp ich mir. Jederzeit. Ja. Mit den Karten versuche ich es allerdings nicht. Da bleibe ich weiter auf der Lauer. Ja, manche Spiele, die sind auch irgendwie ja, langweilig und spektakulär. Hier ganz klar, erstmal Kreuz wieder zurückspielen. Damit kannst du auf keinen Fall was verkehrt machen, war die geforderte Farbe. Jetzt die Idee, abwerfen. Nö, eigentlich nicht. Kannst eigentlich auch unterstechen. Gut, wenn er nur 5 Trümpfe hat, dann zeigt ihm das den Trumpfstand. Andererseits, er kriegt es ja sowieso die Dusche. Er muss sowieso Trumpf ziehen. Wir haben leider nur 31. Und ja, da bringt es auch nicht, jetzt mir die Karo 10 blank zu stellen, weil ich mehr als den Karo König hätte ich dann sowieso nicht. Also nur mal angenommen, er hat zwei Karo Luschen und ich hätte jetzt etwa die Herz 10 statt den Herz König, dann wäre es hier ein Siegzug, die Karo 10 sich blank zu stellen, damit da nicht nur 28 dann auf 59 fallen, um die Herz 10 da möglicherweise noch unterzubringen. Da ich aber, wie gesagt, die Herz 10 auch nicht habe, erkennbar, bringen solche Zauberzüge hier auch nichts. Ja, da ist auch klar zu sehen. Ass noch zu dritt. Düdelüdelüt. Wir sind gut raus. Schnell weiter hier. Muss ich langsam zurückrudern hier. Der Wille war da, das habe ich artikuliert, da stehe ich auch zu. Aber schlicht die Karte scheint bisher jetzt nicht so herzugeben, dass ich da nochmal rankomme. Grang, Grang, bei 18. Aber jetzt spielen wir eine Angriffskarte immer wieder. Karo König versuchen. Das war es nicht. So, sieht aus, als ob dem Alleinspieler hier zumindest mal der obere Bube fehlt. Würden wohl nur zwei Buben sein. Jetzt hat er schon genug übrigens. Tja, dann bleiben wir wohl Schneider. Ganz interessant, ich habe mir hinterher die Karte noch mal einmal angeschaut, also stark wie das Blatt war, Ass 10, Ass 10, Ass und die beiden roten Buben. Wenn ich jetzt statt Karo König vielleicht die Herz Lusche treffe, aus Versehen, und Mittelhand, nur ein bisschen unscharf, vielleicht glaubt, ich werfe mal lieber ab, erstmal auf eine Lusche, ich steche nicht, dann hätte mein Partner mit Herz Ass König rankommen können mit dem Ass, könnte die beiden oberen Buben ziehen und mich dann mit Herz König wieder einspielen. Das wäre so ein Fantasieweg, um dieses Spiel zu schlagen. So ist es aber hier nicht gekommen. Tudu. Das ist ja wieder nichts. So, wer raschelt denn da mit den Türen? Ich bin nicht alleine hier, aber das wusste ich ja auch. Da habe ich gerade Besuch bekommen. Nun ist das Gute, dass die Liste ja schon gespielt ist und ich hier nur nachträglich kommentiere. Da kann ich mit solchen Ablenkungen gut umgehen. So, Kreuz, Herz gestochen. Pik Bube direkt raus. Ja, Pik Bube direkt raus. 7 Trümpfer könnte es sein oder 6 Trümpfer und mein Partner will unbedingt ihn in Mittelhand bringen. Dann hat er vielleicht noch einen Trumpf mit. Jetzt, wo es spannend wird, kommt der Herzvolle nicht. Herzvoller hätte der Spieler vielleicht dann nicht mit dem Vollen gestochen. Ja, gut, ich kann jetzt natürlich warten, erstmal abwerfen, dann bekomme ich ein Herz vollen auf den Buben geschmiert, aber das ist auch witzlos. Wenn es der 7-Trümpfer ist, dann will ich jetzt direkt, oder ich will direkt wissen, lieber, wie der Trumpfstand ist. Okay, nur ein 6-Trümpfer. Ja, wir haben noch keine 20 Augen liegen. Jetzt aber einfach direkt scharf. Die Karo 10 ist vielleicht auch ein bisschen überambitioniert, denn wenn der Alleinspieler bei seinem 6-Trümpfer auf einer blanken Karo Lusche steht, wo 21 unterwegs sind, dann hätte er vielleicht eben doch abgeschmissen. Also, wenn überhaupt,
Was können wir hier überhaupt noch für ein Spiel schlagen? Wahrscheinlich gar keins. Blanke Lusche kaum anzunehmen, wenn dann zwei Zwillinge, irgendwie Pik König Lusche und Karo Ass Lusche, irgendwie sowas. Deswegen spiele ich jetzt hier Pik Dame. Aber schon unwahrscheinlich, dass es hier noch eine Siegchance für uns gibt. So, da haben wir es jetzt auch. Wahrscheinlich dann den Karo König zu dritt. Mein Partner hat rausgenommen, weil wir eben doch noch rauskommen können. Das hat geklappt und wieder mal gewonnen. Ja, zwei Spiele noch. Jetzt brauche ich aber was. Ja, kurz vor Feierabend kommt zumindest noch mal ein bisschen Musik ins Spiel, denn eins ist klar. Auf Spieler, die null Hand reizen, brauche ich jetzt auch nicht die Riesenrücksicht nehmen, weil ich nicht so gut stehe. Dann versuche ich jetzt, dieses Ding nochmal durchzuziehen, um meine Chance zu nutzen, an Spieler 2 hier nochmal ranzukommen. So, bei 27 komme ich ran. Bupp, bupp, bupp. So, früher habe ich auch schon mal die beiden Alten gefunden, aber die Zeiten sind vorbei. Pik, Dame und König. Zweimal vierte Farbe. Gut, das Schöne ist, da brauche ich gar nicht groß drüber nachdenken. Die kann ich direkt wieder drücken. Dass ich Karo spiele, ist auch klar. Dass ich bei der 24er Reizung nicht die allerbesten Chancen jetzt in Mittelhand habe. Na, brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Und auch, dass Kreuz Lusche rauskommt, ist keine Überraschung. So, wenn das jetzt ein wirklich guter Kreuz ist, mit 4 oder 5 Kreuz, na gut, 5 kann gar nicht sein, dann wäre sicher die Dame gekommen. Dann habe ich halt mit Rosinen gehandelt. So, hinten die Kreuz 10 und dann die Farbe wechselt. Also wonach riecht das? Kreuz 10 hinten blank, vorne der König zu viert, Herz wahrscheinlich jetzt aus dem Drilling. Wenn es so ist, wie es riecht, dann kann ich das Spiel jetzt einpacken. Dann wird es jetzt gleich links und rechts gestochen und alles ist vorbei. So, da haben wir es schon, da geht es schon los. 2, 27, wunderbar. Tja, was ist das? Vorstich, Pik, Bube bei 24. Also jetzt können zwei Sachen passieren. Wenn ich hochstech, dann droht zumindest nochmal übergestochen zu werden und Herz 10 mit Vorstich. Und wenn Spieler 3 tatsächlich nur noch den Pik Buben hatte, dann bin ich auch am Arsch, dann wird hinten einfach die Herz 10 fallen lassen und hat alle Trümpfe. Also so oder so, ich bin am Arsch. Was soll's? Ja, da haben wir's. Spieler 2 hat auch noch 4 Trümpfe, also dann geht das Spiel eben so rum. Den Weg alles Irdischens. Gut, hier, guck mal hier, was sie mir jetzt anbieten. Null Augen wollen sie mir anbieten. Könnte ich auch stechen, aber ein bisschen Stolz habe ich ja auch noch. Dann hier Herz Ass kriegst ja sowieso. Nimm es gleich. Dann nehme ich aber noch deine Pik 10. So, wenigstens 44 habe ich. Toll. Minus 236, ich würde sagen, mein genialer Plan, die anderen in Grund und Boden zu spielen, der ist irgendwie gescheitert. Ja, was kann ich sagen? Wenigstens richtig weit davon gelaufen sind sie mir auch nicht. 117, 280. Hier kann heute keiner groß für sich reklamieren, was gerissen zu haben. Wir haben alle nichts gerissen, aber am allerwenigsten habe ich gerissen. Und übrigens, das habe ich mir hinterher noch angeschaut, in der Rangliste dieses Turnier habe ich tatsächlich auf dem 27., dem allerletzten Platz belegt, beendet. Das habe ich auch lange nicht gehabt. Ihr wart Zeugen, ich habe mich bemüht, ich habe alles versucht. Wenn ihr was anders gemacht hättet, irgendwo eine Verbesserungsidee für mich habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und bis wir uns dann wiedersehen, wünsche ich wie immer gut Blatt.